Hallo zusammen und herzlich willkommen zum ersten Video der Battlefield 1 Open Beta. Scheiße, Mann, ist das geil. Ich habe gerade schon eine Runde gezockt und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Sound, dieses Spielgefühl, einfach alles ist so geil und so bombastisch und ich will gar nicht weiter drum rumreden, sondern ich klicke auf Deploy und wir gehen mitten ins Schlachtfeld rein. Jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen gucken. Ich habe die Audiospur schon ein bisschen runter gedreht. Ich mach's mal auf. Ja. Ich lasse es jetzt so. Wie ist jetzt. Ja, hier sterben sie schon. Objective B taken. Okay, so. Wir gehen jetzt hier ein bisschen rum und da hinten kommt ein Schissel, mein Nissel, ein Sandsturm. Ich bin auch schon Flugzeug geflogen und ich habe gleich das erste Mal Flugzeug fliegen, zwei Bomber weg. Zerstört von den Gegnern. Und scheiße. Ha! Jetzt haben wir hier also mitten im Sandsturm. Da hat die Runde gerade mal angefangen. Ja, Battlefield 1, die Open Beta ist endlich raus. Wir haben hier, ich vermute mal, es ist sowas wie C4, eine Pistole. Wir hätten hier noch eine Gasmaske, die wir auf- und absetzen können. Und ja, jetzt geht's hier ins Geschehen rein, mitten im Sandsturm. Die Weitsicht ist natürlich erheblich beeinträchtigt. Und Pferd bin ich vorhin auch schon geritten. Das ist so nice, ganz ehrlich. Also Battlefield 1 ist richtig geil. Die Open Beta, wie gesagt, jetzt gleich noch am Anfang. Am Freitag um 20 Uhr Battlefield 1 Open Beta Livestream von mir auf twitch.tv/pausebrecherkist zusammen mit dem lieben Flo von Einfach der Flo. Der wird da ganz, wird da mitmachen. Wir werden zusammen zocken und es wird auf jeden Fall ein richtig nicer Abend, habe ich das Gefühl. So. We have lost objective apples. Ja. Ich verstehe da immer Apples. We have lost objective apples. Gut, wir sind jetzt hier. Wir spielen als die Türken. So wie ich das sehe zumindest. Da wäre jetzt ein Fahrzeug gewesen. Das schnappe ich mir einfach mal, sonst kommen wir ja gar nicht mehr voran. Sakrandieren. Wow. Oh shit. Ja. Merkt ihr, wo wir parken? Und ich muss echt sagen, meine Framerate, ich habe das noch nie gehabt. Ganz ehrlich, dieses Kack Call of Duty, aber hier Battlefield 1 Open Beta, selbst in den größten Schlachten, wo Explosionen kommen ohne Ende, die Framerate ist wirklich 60, 70 FPS. Also ist wirklich sehr stabil. Jetzt bei dem Sandsturm merke ich es ein bisschen, muss ich zugeben. Jetzt bei dem Sandsturm merke ich, da schwankt mehr hin und her. Aber ansonsten ist... Ja, das tut mir leid, das ist mein Handy gewesen. Und ja, das habe ich tatsächlich als WhatsApp-Nachrichtenton drin. Wer jetzt weiß, was das für ein... Oh, da ist schon der S. Ja, Sarah, meine muss ich doch kriegen. Lebt der jetzt noch? Ach, das waren gleich zwei. Ja, hoppala, ja, grüß dich. So. C, wir nehmen jetzt mal ganz langsam C ein. Oh, fix. Oh, shit. Ich hoffe, der hat mich noch nicht gesehen. Falls ja... Oh, shit. Oh, kacke. Selbstmordattentat oder wie? Mann. Es war jetzt eigentlich gar nicht geplant, dass ich auf den... Na toll. Dass ich auf den runterspringe. War jetzt echt nicht geplant, aber... Naja. Deploy. Gut, ne? Genau, den Bajonettangriff, den haben wir hier auch noch. So, und ich gehe mal wieder auf C drauf. Zumindest ist der Panzer schon angeschlagen, sollte er noch dort verweilen. Wow, heiliger.
So. Gegner haben wir hier nicht. Ist ziemlich. Guck dir mal das an, wie viel hier einfach sind. Das ist ultra krass und trotzdem habe ich fast 80 mehr FPS und alles Mögliche. Und nichts an Ruckler oder Lags oder selbst irgendwas. Ich kann nicht sehen, wo was herkommt. Von da hinten. Sehen tue ich aller. Ja, mach mal auf hier. Sehen kann ich allerdings nichts. So, jetzt ganz langsam. We have taken objective Edward. Jawohl, der Sandsturm legt sich. Ist immer noch ganz schön dunkel, dafür, dass wir mitten in der Wüste sind. Wo ist die Sonne? Wisst ihr, schön Urlaub machen, ne? Sonne hier, 40 Grad in der Wüste. Und Pustekuchen. Fix, fix, fix. Wo? Fick. Wo, Mann? Scheiße! Ah, Tank! Okay. So, wir haben Request Revived. Das wird nix, glaube ich, so schnell. Ah, Flugzeuge sind gerade alle unterwegs. Schade, vorhin waren drei frei. Das war ganz cool. Aber jetzt gerade nicht, leider. Ja, die können wir hier mal und spielen wir mal als Medic. Obwohl ich in solchen Waffen eher schlecht bin. Also ich brauche Automatikwaffen. Brauche ich einfach. Sonst sieht es für mich schlecht aus. So. Hi. Oh, so. Wow, hey, immer ganz ruhig. Langsam, immer mit der Ruhe. Hilfe. Alter, 11 HP. Bisschen Regen hier. Ein bisschen Regeneration, bitte. Ganz ruhig, ganz langsam und behutsam. Wenn hier einer ist, den knall ich die Fresse ein. Dazu müsste ich natürlich erstmal einen finden, dem ich die Fresse einballern kann. Nein! Ich hab doch gesagt, ich kann die Waffe mal benutzen. Ich brauche eine Automatikwaffe. Haben wir ein Flugzeug frei? Ich würde gern. Ja, ich würde gern noch Flugzeug euch zeigen. Fighter. Nee, normales Attack Plane. Bin ich vorhin auch geflogen. Hoppala. Er hat, glaube ich, keine Bomben. Mal ein bisschen weiter hoch, sonst wird das nichts. Dass ich so ein paar Angriff-Sturzflüge machen kann. Kann ich hier? Ja. Nice. Oh, Kacke. Und wieder hoch. Oh, shit. Wieder hochziehen. Also da bin ich ganz schlecht. Warum rauche ich denn jetzt schon so? Also entweder ist es normal bei diesen zweiten ersten Weltkriegsflugzeugen, dass die so rauchen müssen, wenn die fliegen, oder? Oh. Oh. Ja gut. ja. Noch Pferd. Dann haben wir alles. Jetzt haben wir alles dabei. Sehr, sehr schön. Kavallerie. So, dann zeige ich hier auch mal Pferdchen reiten. Das ist auch ganz nice. Ganz ruhig.
Ne, springen können wir nicht. Ah ja, hier können wir dies. Auf geht's. So, Säbel haben wir ja auch und. Angriff. Attacke. Führt die Türken. Das ist ein feindliches, ne? Ne, ist ein freundliches. So. Alter, wie geil wäre das jetzt, wenn ich einen im Lauf erwischen würde und ich den so wegsäbeln könnte. Wie nice ich mich freuen würde. Ja! Ja! Reite schneller! Ja! Ja! Ah! Ah! Jawohl! Mehr wollte ich gar nicht. Oh Mann, ist das geil. Alter, sowas richtig scheiße macht es Laune, sag ich dir. So, wieder als Assault. Naja, obwohl, wir könnten mal... Oh, Flugzeug ist noch drin. Ich fliege jetzt mal einen Bomber. Ich bombe hier mal, ich versuche mal ein bisschen was zu... Och, du Scheiße. So, wann muss ich was abwerfen? Wann kann ich was abwerfen? Weiß ich nicht. Ich wirf mal auf gut Glück. Gut, ob ich jetzt was getroffen habe, das ist jetzt natürlich die Frage, das kann ich nie beantworten. Hilfe! I am attacking. Nee, nicht ich attacking, sondern die anderen attacking me. Oh, fuck. Verpisst euch! Ich glaube nicht, dass da irgendwo Gegner sind. Scheißegal, ich hau die einfach runter. Braucht doch kein Mensch mehr. Das ist die 3? Die 3 ist nicht. Gut. Attacke. Tja, okay. Treffen werde ich damit nicht und mich fickt gerade jemand richtig. Nein, 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 es ist noch nicht zu Ende. Wie? So? Jawohl. Hallo. Hallo. Hallöchen auch. Bist du freundlich? Ja. So, da ist einer. Hab ich gesehen. Gut, was brachte die gleich nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Warum erobern wir nicht mehr? Irgendwas stimmt ja nicht. Ich hätte ihn haben können. Fix. Fix, fix, fix. Was machen wir? Erst Support wollte ich mal einsteigen, ne? Hier. Deploy. Und Todd. Todd ist er, Todd. Halfway there, we have the upper hand. We have the upper hand. Johnny Good, Johnny Good. Kann man hier ran? Ja, tatsächlich. Könnte man. Gut, das ist noch ein... Ja, es ist die Open Beta, das ist noch ein kleiner Bug, aber... Das ist nicht auf die Kisten, in der... Aber ich finde es geil mit diesen Schlaglöchern. Vorhin hat auch ein Panzer auf mich geschossen, mitten in der Wüste. Ich wäre gestorben, aber Gott sei Dank hat er so einen Grat hinterlassen. Und da konnte ich mich dann so schön reinlegen, dann hat er mich nicht mehr gesehen. Und das sind einfach solche Kleinigkeiten, die ich auch schon richtig geil finde. Ich lade lieber gleich mal nach. Diese ersten Weltkriegswaffen, die sehen auch alle irgendwie so nice aus. Ist mal was anderes als immer nur dieselbe. Throw ammo push.
Braucht wer Ammo? Du brauchst Ammo? Du brauchst Ammo. Hier, ich habe Ammo. Gut, zieh mal ein und hier. Gut, nee, den packe ich nicht. Oh, scheiße. Gut, Tank haben wir noch nicht gespielt, ne? Wir haben noch nicht, wir waren noch nicht in einem Panzer drin. Gut, das hilft mir aber auch nicht. Weil ich glaube, das kann ein bisschen dauern. Gut, ich möchte lieber wieder aus Assault spielen, das ist so. Aus Sniper, wir spielen jetzt auch mal Sniper, dann haben wir das auch mal gehabt. Oh, sag, habt ihr das gesehen? Wie viele sterben gerade? Gut, dann haben wir das auch mal gehabt im Video. Cycle Searing Distance. Oh Mann, komm schon. Blödes Sackgesicht. Alter, hätte ich dich gesehen. Jetzt weiß ich wenigstens, dass du da stehst. Dann snipe ich dich jetzt weg. Und schnell, bevor es neutralisiert wird. Komm, 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 komm. Deploy, deploy. Hilfe. Hilfe. Der Pisser schießt auf mich. Ach, das ist doch für'n Arsch. Fix. So, jetzt bomb ich das nieder. C bomb ich jetzt nieder. Verpiss dich! Scheiße! Mit einem Bomber einen Sturzflug zu versuchen, ist eigentlich eine waghalsige Idee. Oh, sehr schön, da hockt einer hinten drin, der kann rausschießen, das ist ganz nice. Oh, Stationary Damage 1. Zumindest habe ich irgendwas ganz leicht getroffen. Maybe a German angry kid. Fuck! Oh, die wollte ich noch gar nicht abwerfen. Scheiße. Gerade habe ich E gedrückt und wollte. Okay, es explodiert nicht. Es, ja. Aber ich glaube, meine Leiche ist rausgehüpft gerade. Kann es sein? Ich probiere jetzt mal den Fighter. Nein, nein, nicht. Cancel Deploy. Ruckel, ruck. Victory. Gut. Das war also die Battlefield 1.0. Au, Open Beta, zumindest das erste Video, geteilt aber in... Oh, es ist laut. Geteilt in zwei, ja, aufgeteilt wahrscheinlich in zwei Parts, weil nicht alles in einen Part reinpasst. Und vielleicht, also auf jeden Fall, vielleicht sieht man ja noch mehr von Battlefield 1 auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal, haut rein und Tschüssikowski.